Yo Leute, was geht? Freunde, es sieht nicht gut aus in Los Santos. Ihr wisst ja, dass es langsam Halloween gibt und mittlerweile machen sich einige Gerüchte rum, dass es Horrorpuppen gibt, die in Los Santos sich bewegen. Manche davon werden sogar in Läden verkauft und andere davon kennt ihr vielleicht von Five Nights at Freddy's. Und da haben wir es zum Beispiel, Leute, in der letzten Episode von Mythenjäger, da geht es zum Beispiel um Annabelle. Ich habe allerdings noch ein paar Folgen gesehen, da ging es um die ganzen anderen Kreaturen, unter anderem Chucky, dann gab es noch eine andere Horrorpuppe, die irgendwie aussah wie diese typischen, naja, Bauchrednerpuppen. Und ich habe Ferry Fazbear auch in der Mythenjäger-Folge gesehen. Das heißt, Leute, heute wird uns auf jeden Fall eine gruselige Episode rund um Horrorpuppen erwarten. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und ich würde sagen, let's go. Diese Woche ein Mythenjäger, ein neuer Hype, und zwar die Annabelle-Puppe. Sie genießt in letzter Zeit sehr viel Aufmerksamkeit und hat einen Riesenhype in Los Santos ausgelöst. Es handelt sich dabei um eine Puppe, die angeblich verflucht sein soll. Viele junge Menschen gehen in die Läden, um diese Puppe für viel Geld kaufen zu können, um herauszufinden, ob sie wirklich verflucht ist. Es gab einige Berichte, dass Menschen gesehen haben sollen, wie paranormale Aktivitäten in Zusammenhang mit Annabelle standen. Vielleicht ist es gerade das, was den Hype um diese Puppen ausmacht. Ist Annabelle wirklich verflucht? Wir bleiben dran beim Mythenjäger. Yo Leute, was geht? Freunde, habt ihr es gerade in der Folge Mythenjäger gesehen? Es geht heute nämlich um die komische Puppe Annabelle oder Annabelle in GTA 5. Tracy ist gerade komplett verrückt geworden. Die will mich einfach irgendwo hinbringen. Ich weiß nicht, wo du hin willst, aber ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal in das Auto ein. Ich weiß nicht, was sie genau vorhat, aber entspann dich, Tracy, entspann dich, ja? Wir gehen jetzt schon, wo auch immer du hin willst, okay? Alles klar, dann steigen wir mal ins Auto ein. Ich habe keine Ahnung, wo sie hin möchte. Okay, okay, Tracy. Warum sind wir jetzt hier auf einmal im Einkaufszentrum in GTA 5? Was ist denn hier los? Brauchst du irgendwas? Schon wieder neue Klamotten hoffentlich nicht, oder? Hier, Dad, komm her. Guck mal, da ist eine ziemlich lange Schlange, aber ich habe zum Glück ein Express-Ticket. Komm schon, bevor sie ausverkauft sind. Okay, Tracy, was ist denn hier los? Was ist denn hier für ein Aufstand, Freunde? Geht's ja vielleicht irgendwie um neue Schuhe oder sowas? Ich weiß nicht. Oh mein Gott, no way, Leute, nein. Ist es das, was ich gerade denke, Freunde? Die verkaufen hier diese komische Annabelle-Puppe. No way. Alter, die sieht so weird aus. Warum ist die gerade so im Hype? Warum will jeder von denen hier so eine Annabelle-Puppe kaufen? Sie anstellen bitte, okay? Ich stehe schon seit 2 Stunden für meine Annabelle. Okay, entspannt euch, entspannt euch. Ich wollte doch nur gucken, was da ist. Okay, Tracy, gib mir mal dieses Speedy-Ticket, dann werde ich mir das einfach mal kaufen. Ich weiß nicht, was die kostet, aber warum will Tracy, dass sie hier so eine Horrorpuppe kaufe? Ich habe keine Ahnung. Okay, dann gib mir mal dieses komische hier Reservierungsticket. Kannst du mir bitte diese Annabelle kaufen? Bitte, 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 bitte. Okay, naja. Leute, ich meine, Michael ist nicht so ein guter Vater gewesen. Ich glaube, ich tue ihr was Gutes, wenn ich ihr tatsächlich diese Annabelle kaufe. Warum hätte sie sie eigentlich nicht selber kaufen können? Okay, Leute, einmal, ich habe hier Speedy-Ticket. Ich möchte einmal diese Annabelle kaufen. Was kostet die? Yo, diese Annabelle ist was ganz Besonderes. Die kostet dich nur $10.000. Warte, $10.000? Ist es dein Ernst? Für eine Puppe? $10.000? Ist das ein NFT oder was? Warum ist sie so teuer? Ich habe gerade auch nicht so viel Geld dabei. Warum kann man nicht verhandeln? $100, geht das nicht auch? Nee, so läuft das nicht, Bruder. Aber du kannst mit Likes bezahlen. Aber so ein Like ist so circa $50 bis $100. Okay, warte, dann brauchen wir wie viele? 100 Likes oder 200 Likes? Keine Ahnung, oder 1000 Likes? Leute, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Dann kaufen wir uns diese Annabelle sofort in GTA 5. Und wenn ihr ein paar 2 haben wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Drückt auf den Abonnieren-Button, also auf den Abonnieren-Knopf. Also Leute, smasht jetzt Like-Button, damit wir Annabelle kaufen können. In 3, 2, 1 und... Wie viel Geld haben wir bekommen? Reicht es aus, Mister? Oh ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Beste Community, würde ich mal sagen, oder? Abonniert ein Dietzog. Na, Spaß. Okay, hier ist eure Annabelle. Okay, Tracy, hast du deine komische Annabelle-Figur? Mein Gott, sieht die weird aus. Alles klar. Ich sehe, die hat auf jeden Fall ziemlich viel Spaß. Na gut, ich würde sagen, bist du zufrieden? Yay, meine Annabelle, endlich. Wir werden heute Abend schön, mein Freund, ein Ritual durchführen. Warte, was? Warte, was hast du gerade gesagt? Ich meine, wir werden ein schönes Kaffeekränzchen zusammen machen mit meinen ganzen Freundinnen. Die haben nämlich auch eine Annabelle-Figur, glaube ich zumindest. Oder ich bin die Einzige vielleicht. Das würde ich auch schwer hoffen, ey. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt zu Hause irgendwelche Rituale macht mit dieser komischen Annabelle. Na gut, Tracy, dann let's go. Auf geht's nach Hause. $10.000. Wobei, ey, ihr habt mit Likes bezahlt, also Dankeschön, Freunde. Okay, ich sehe schon, Tracy hat wirklich eine Menge Spaß mit dieser Puppe. Alles klar, dann rauf mit ihr aufs Zimmer und mach keine dummen Sachen, okay? Und kein Ritual mit deinen Freundinnen, bitte. Okay,
Tracy ist nach oben gegangen. Ich guck mal, wie sie sich gerade anstellt. Tracy? Oh, guck mal. Ey, sie tanzt einfach. Tracy, was machst du da? Aber ja, sie hat die Puppe schon mal irgendwie in die Sitzposition gebracht. Und naja, irgendwie scheint sie gerade extrem happy zu sein, diese gehypte Puppe zu haben. Weil es gab, Leute, sehr, sehr viele von den Menschen in Los Santos haben so eine Annabelle-Puppe gekauft. Und ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, die könnte vielleicht verflucht sein. Aber ich glaube nicht, dass da wirklich was dran ist. Wir werden auf jeden Fall sehen. Und Jimmy, hast du auch so eine Annabelle-Puppe? Jimmy? Jimmy ist nicht da. Okay, Jimmy ist eben nicht da. Vielleicht ist er auf Toilette gerade. Dann warten wir mal. Oh, es klingelt an der Tür, Freunde. Oh, ich glaube, das müssten die Gäste sein. So, Hallöchen. Seid ihr okay? Oh, das sind Tracys Freundinnen? Hallo, ist Tracy hier zu Hause? Wir wollten zusammen ein Ritual... wir wollten ein Kaffeekränzchen zusammen machen. Ich hab gehört, sie hat die Annabelle gekauft. Ja. Sie hat diese komische Annabelle gekauft. Dann kommt rein. Na los. Also diese Tracy, die ist oben, ne? Ihr müsst einfach nach oben gehen und macht bitte keine Rituale, okay? Ich hab nur Sachen gehört, dass sie das irgendwie vorhat. Alles klar. Klopft einfach an und geht dann rein. Ja, viel Spaß euch. Hey, psst, Tracy. Meinst du, es ist jetzt sicher, das Ritual durchzuführen? Ja, keine Sorge. Ich glaube, der alte Knacker merkt nichts davon. Aber wir müssen leise sein, okay? Und schließt die Tür ab, bitte. Leute, meint ihr, das ist so eine gute Idee? Ich meine, ich habe schon komische Sachen gehört. Meine Freundin hat auch gesagt, dass diese Annabelle plötzlich ihre Augen bewegt hat. Meint ihr, das könnte real sein? Ah, voll krass. Ey, das bringt bestimmt voll viele TikTok-Follower. Das wollen wir doch auch schaffen. Okay, jetzt Schluss mit lustig. Wir ziehen's jetzt durch, okay? Alles klar. Dann, hol das Buch aus. Wir legen jetzt los mit dem Ritual. Oh Mann, Amanda. Meinst du, Tracy hat dich ein bisschen übertrieben? Warum siehst du so merkwürdig aus? Na, egal, Freunde. Die hat diese komische Annabelle gekauft. Ich würde sagen, ich schau mal, wie es denn geht, Freunde. Es ist schon ein bisschen lange her. Wir gucken mal nach. Hä? Leute, hört ihr das? Das sind irgendwelche komischen Geräusche, die da abgehen. Hey, Tracy? Ich hab gesagt, kein Ritual machen. Du wirst Annabelle nicht beschwören, ja? Tracy, die hat einfach die Tür abgeschlossen. Die hat einfach die Tür abgeschlossen. Tracy, mach die Tür sofort auf. Hallo, ich rede mit dir. Hallo. Ey, hört auf, dieses komische Ritual zu machen, Leute. Mach die Tür sofort auf. Hallo, ich mein's ernst. Ich raste aus. Hä? Jetzt sind sie auf einmal ruhig geworden. Tracy, mach jetzt die Tür auf. Warum ist es plötzlich so ruhig? Hallo? Ist da irgendwas passiert? Hallo? Hey Leute, ihr macht bestimmt einen Prank. Ihr macht das safe einen Prank gerade an mir, oder? Ey, Marie Talk, jetzt macht die Tür bitte auf. Oh mein Gott, jetzt ist der Strom ausgefallen. Leute, ich meine das jetzt ernst. Macht bitte die Tür auf sofort. Hey, Leute, das gibt's gerade nicht. Warum ist die Tür verschlossen, ey? Oh mein Gott, langsam habe ich ein bisschen Angst, Freunde. Langsam habe ich ein bisschen Angst. Ich habe denen gesagt, die sollen kein Ritual durchführen. Und was machen die? Die machen das hinter meinem Rücken, ne? Verschlossenen Tür machen die das. Okay, Tracy, ich mein's ernst. Ich werde das Schloss jetzt aufschießen, okay? In 3, 2, 1 und... Okay, ich glaube, es ist offen. Leute? Oh, die Tür ist offen. Okay, Freunde? Wisst ihr, was ihr da verursacht habt gerade? Oh mein Gott. Yo. Tracy? Tracy? Oh mein Gott. Ey, das gibt's nicht. Hallo? Hey Leute, das ist jetzt echt ein schlechter Prank, sorry. Aber den Strom auszumachen und euch dann für ohnmächtig erklären, das ist ein Prank, den hast du noch nicht gebracht, Tracy. Das muss ich dir belassen. Das ist ein echt nicer Prank, Real Talk. Also mal im Ernst. Dachtet ihr wirklich, ich... Seht ihr? Warte mal. Habt ihr das gerade... Oh mein Gott! No way! Oh mein Gott! Nein! Nein! Oh mein Gott! What? Michael! Michael! Wait, Leute. Warum spielen wir jetzt auf einmal als Franklin? Habe ich keinen Zugang mehr zu Michael? Wir gucken mal. Oh mein Gott! Leute, der Bereich ist ausgegraut, seht ihr? Ich kann nicht mehr zu Michael wechseln. Okay, das ist weird. Das ist weird. Oh mein Gott, Leute, wir müssen unbedingt zurück zu Michael. Wir müssen da unbedingt jetzt hin. Alter Schwede, was ist da gerade passiert? Wir müssen so schnell es geht, Freunde, zu Michael nach Hause. Was ist da passiert in dem Haus? Okay, wir müssen, Leute, auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein, wenn wir in das Haus hineingehen. Ich habe nämlich so das Gefühl, da ist gerade wirklich ein Fluch. Diese Annabelle-Puppe, die musste safe verflucht sein. Bisher sieht alles noch relativ normal aus, Freunde. Alles ist cool. Alles ist entspannt. Keine Geister, die herumlaufen oder so. Oh Gott.
Warum ist das Licht wieder aus? Das war gerade an. Okay. Hört ihr das? Jimmy? Jimmy? Oh mein Gott! Jimmy! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jimmy! Hey! Hey! Oh mein Gott! Warte mal! Jimmy! Lass mich! Lass mich! Alles! Was ist denn mit dir passiert? Jimbo! No way! Ist er jetzt ein Geist oder so? Jimmy! Nein! Alter, was war das? Was war das gerade? War das ein Geist? Okay. Leute, das gefällt mir gerade alles andere als optimal, sage ich euch. Oh nein, da ist die Puppe. Da ist diese Puppe. Wo ist sie jetzt hin? Wo ist die Puppe hin? Hallo? Annabelle? Wo bist du auf einmal? Ey, Retalk, das ist jetzt wirklich nicht witzig. Das ist wirklich, wirklich nicht witzig jetzt. Hallo? Da ist sie, da ist sie, da ist sie, Freund, da ist sie, seht ihr? Hey, Annabelle! Wo ist sie denn jetzt schon wieder verschwunden? Oh mein Gott. Die Puppe kann sich teleportieren, oder? Und da liegt Jimmy. Das war Jimmys Geist. Da liegt der echte Jimmy. Den hat's also auch erwischt. Oh mein Gott. Ich will nicht wissen, was, Freunde, oben ist. Ich will nicht wissen, was oben ist. Amanda! Amanda, bist du hier? Ich hoffe, diese Annabelle-Fluch, Leute, der ist nicht eskaliert. Das gibt es nicht. Das kann's nicht sein. Hallo, Amanda. Jimmy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin raus. Ich bin raus. Sorry, sorry. Ich gehe raus. Leute, es tut mir leid, aber ich muss jetzt. Was? Die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Ich komme nicht raus. No way. Ich komme nicht raus. Warte, es gibt noch die anderen Türen. Es gibt noch die anderen Türen, Freunde. Da kommen wir bestimmt raus. Komm schon, komm. Na los. Komm. Yo, die ist auch verschlossen. Ey, das gibt's nicht. Die ist auch noch verschlossen, die Tür. Wie soll ich denn jetzt hier raus? Oh mein Gott. Okay, ich glaube, wir schauen uns einfach mal oben um, Leute. Okay, wir... Oh, da ist die Puppe. Da ist die Puppe. Ich gehe weg. Ich gehe, Leute. Ich hau ab. Hey! Hä? Wo sind die gerade hin? Wait, da liegt ein Messer. Da liegt ein Messer. Und wer ist das da unter den, Bett? Ist das Tracy? Ich verstehe hier gerade absolut nichts, Leute. Ich habe einfach extreme Angst. Diese Puppe, das ist einfach ein Fluch, Freunde. Das ist einfach ein Fluch. Hört ihr diese Geräusche? Hört ihr das gerade? Hört ihr das? Was sind das für Geräusche? Hier macht irgendjemand irgendwas. Oh mein Gott. Seht ihr das auf dem Schreibtisch? Da bewegt sich was. Was ist das? Ist das eine Nagelfeile? Warum bewegt die sich auf einmal? What? Was geht jetzt hier ab? Ich muss hier raus. Okay. So, was haben wir hier? Oh mein Gott, das ist das ist. Oh yo. Oh nein, 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 Bro. Das geht zu weit. Das geht gerade echt zu weit. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Wait, da liegt was auf dem Bett. Was liegt da? Da ist ein Zettel? Für wen ist der? Wir gucken mal rein. Wie geht es Franklin Jr. so alleine mit mir? Was? Die ist zu Hause bei mir? Oh nein, 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 nein. Das kann jetzt nicht sein. Wow, wo kommt der Typ jetzt auf einmal her? Okay, das geht zu weit. Das geht zu weit. Ich muss schnellstmöglich, Freunde. Ich muss schnell... Wo kommt... Hä? Okay, ich hab Angst. Weg. Jo, okay. Alles klar. Raus hier. Raus. Okay, Freunde, wir sind draußen. Wir sind draußen. Alter. Schnell, wir müssen nach Hause, Freunde. Franklin Jr. könnte irgendwas zustoßen, wenn diese Annabelle jetzt vielleicht bei uns zu Hause ist. Dann ist, glaube ich, Franklin Jr. der Nächste, also Franklins Sohn. Also beeilen wir uns, Freunde. Habt ihr, by the way, schon ein Abo auf diesem Kanal da gelassen? Falls nicht, dann würde es jetzt echt ein geiler Zeitpunkt sein. Dann teleportieren wir uns instant zu unserem Zuhause. Also, Leute, drückt auf den Abo-Button. Vielleicht funktioniert's. Let's go! Oh mein Gott, es hat funktioniert. Nice, okay. Schnell nach Hause. Komm, ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Hallo, Franklin Jr., bist du hier? Hey, Kumpel. Oh, no way. Leute, irgendwas gerade mal in meinem RGB von meinem PC gerade passiert. Es ist einfach gerade in dem Moment, wo der Strom hier ausgefallen ist, einfach eingefroren. Hallo? Yo, da ist sie, Leute. Da ist diese verrückte Puppe. Annabelle? Tu mir bitte... Ich finde das so unangenehm. Wo spawnt die jetzt? Die ist nicht hinter mir. Okay, Franklin Jr., bitte sei da. Komm schon. Ich hoffe, ihr geht's gut. Franklin Jr. Nein! Nein! Nein!
Franklin Junior! Oh mein Gott, was hat diese Annabelle mit dir getan? Wie ist das möglich? Das ist eine kleine Puppe, die kann sowas doch gar nicht. Oh man, das ist so... Och nee, ey Leute, das geht zu weit. Das geht gerade... Von Annabelle, das geht echt gerade zu weit. Real Talk. Oh nein. Chop, bitte sag mir nicht, dass du abgechoppt wurdest. Nein, okay, Chop ist nicht da. Oder das ist ein schlechtes Zeichen. Wo ist Chop? Oh mein Gott, da ist sie. Nein, nein. Annabelle... Ich warne dich. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Wirklich. Ich mach dich fertig. Du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Oh, oh, oh Gott. Alter, die ist so klein. Oh nein. Alter, die ist so klein. Das ist ein Problem für mich. Oh nein. Nein. Oh Gott. Na los. Na los. Ey, yo, ich kann sie nicht treffen. Die ist zu klein. Die ist zu klein. Oh, na los, vielleicht jetzt. Oh, au, 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 au. Oh Gott, ich treffe sie nicht, ich treffe sie nicht, Freunde, ich treffe sie nicht, ich treffe sie nicht, ich treffe sie nicht. Warum kann man denn nicht treten in GTA 5? Bringt das bitte nach GTA 6, dass man treten kann. Ja, es funktioniert. Yes, na los, nimm das. Oh, 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 es glitscht, es glitscht, es glitscht, es glitscht. Oh, wir haben sie besiegt. Wir haben besiegt. Wir haben Annabelle besiegt. Let's go. Ja. Nice. Puh, okay, Leute. Ja, was soll... Wait. Sind das noch mehr von denen? Seht ihr das gerade? Oh mein Gott. Oh mein... Oh, oh mein Gott. Jo, jo, die lebt wieder. Die lebt wieder. Oh, oh nein. Oh mein Gott. Warum kann ich in der Luft laufen? Die lebt wieder einfach. Oh mein Gott. Das ist gerade extrem creepy, was gerade hier abgeht, Leute. Oh no, 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 no. No, 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 no. Oh mein Gott. Nein. Nein, ey, das sind die anderen Annabelle-Puppen. Die sind alle miteinander verflucht worden. Das heißt, dieser Mythos stimmt. Der Mythos stimmt einfach, Freunde. Diese Annabelle ist wirklich verflucht. Okay, ich habe aber keine Waffen, Leute. Ich kann mich nicht verteidigen, ich muss weglaufen. Oh mein Gott, wie viele sind das denn bitte, Bruder? Das sind mehr als... Oh, yo, jetzt sind sie da unten. Nein, 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 Franklin. Nein, nein, nein. Oh nein. Oh mein Gott. No, no, no. Franklin? Franklin? Oh mein Gott, Leute, mein Spiel ist gerade gecrashed. Hä? Warum höre ich die ganze Zeit Franklins Schrei? Leute, was geht hier ab? Diese Woche bei Mythenjäger, der Horror im Freizeitpark. Vor über 10 Jahren gab es Berichte über eine mörderische Puppe, die sich Chucky nennt, die gesichtet worden ist, und zwar im Zirkusbereich des Freizeitparks. Die Puppe nahm dazu einen Schraubendreher und erledigte damit seine Opfer. Von Zeugen wurden auch Kettensägengeräusche gehört. Die Puppe besitzt rote Haare und ein entstelltes Gesicht und wurde seit über 10 Jahren in dem Freizeitpark nicht mehr gesehen. Doch es gibt Gerüchte, dass an Halloween der Geist dieser Puppe wieder auferleben soll. Ob an dieser Geschichte wirklich etwas dran ist, wird Mythenjäger für Sie natürlich berichten. Was meinen Sie dazu? Schreiben Sie es doch gerne in die Kommentare. Und nun viel Spaß mit der weiteren Folge. Jo Leute, was geht? Freunde, habt ihr das gerade in der Mythenjäger-Folge mitbekommen? Und zwar soll Chucky, die sogenannte Mörderpuppe, in GTA 5 irgendwo gesichtet worden sein. Und seit über 10 Jahren scheint sie verloren zu sein. Und wir wissen, Leute, wir haben jetzt tatsächlich Halloween in GTA 5. Und wisst ihr was? Wir werden das mal herausfinden. Wir gucken mal, ob wir tatsächlich diese Puppe auch dort finden können. Denn jetzt, Leute, speziell an Halloween hat der Freizeitpark wieder in GTA 5 geöffnet. Und deswegen machen wir uns mal mit Franklin sofort auf den Weg. Und Leute, lasst mal auf jeden Fall ein Like da, Leute, falls ihr auf jeden Fall mehr mit Chucky, der Mörderpuppe, in GTA 5 sehen wollt. Also smasht jetzt gerne den Like-Button, Leute. Und Leute, damit Chucky, die Mörderpuppe, nicht zu euch nach Hause kommt, drückt mal eben kurz auf den Abo-Button. Okay, ich weiß ehrlich gesagt nicht in Palito Bay, ob der Freizeitpark jetzt schon offen hat. Aber, oh, yo, ihr seht es doch auch, oder? Alter, die Attraktionen sind mitten am Laufen. Aber wir sind tatsächlich ein bisschen zu spät dran, denn der Park hat gerade erst geschlossen. Wir haben nämlich 21 Uhr und der Park macht an Halloween tatsächlich den Abend ein bisschen früher zu. Wahrscheinlich, weil sie Angst haben, dass Chucky, die Puppe, in GTA 5 zurückkommt. Und sie wollen keine schlechte Presse bekommen. Aber wir gehen dahin, Leute. Wir werden alleine in diesen Freizeitpark gehen. Dann schauen wir uns den mal zusammen an. Amusement Park. Okay, da gehen wir jetzt hin. Parken wir mal. Und ich bin gespannt, Leute, ob wir Chucky die Puppe tatsächlich dort sehen werden. Okay, der Betrieb hier ist eingestellt. Es ist mittlerweile komplett zu, der Laden. Wir gucken mal rein. Alter, das sieht nachts so schön aus, dieser Park. Wenn ihr euch auch so einen Freizeitpark in der Nähe von eurem Zuhause wünscht, dann schreibt es mir gerne kurz in die Kommentare rein. Aber warte mal kurz, ist das da ein Kassierer? Entschuldigen Sie, Mrs., verkaufen Sie noch Tickets? Sorry, bitte gehen Sie von dem Grundstück. Wir haben geschlossen. Ja, okay, kann ich aber vielleicht den Grund herausfinden. Warum habt ihr denn jetzt schon so früh zu? An den anderen Tagen an Halloween, also bevor Halloween, habt ihr
generell bis 22 Uhr auf. Wir werden Ihnen keine Gründe dazu nennen. Okay, Leute, ich muss mich da irgendwie versuchen ranzuschleichen in diesen Park. Irgendwie muss es doch eine Möglichkeit geben, wie ich da reingehen kann. Vielleicht über die Mülltonnen. Vielleicht gibt es hier einen geheimen Eingang. Weiß nicht. Ich müsste es mal heraustesten. Warte mal kurz. Ich glaube, Leute, hier geht's. Hier geht's leider nicht durch. Warte mal kurz. Aber ich sehe da eine Lücke. Hier ist tatsächlich eine Lücke, Leute. Probier uns mal durchzuquetschen. Oh, es hat geklappt. Wir sind drin, Leute. Wir sind tatsächlich durch die Lücke durchgekommen. Okay, jetzt sind wir im Freizeitpark drin. Und jetzt gucken wir uns mal um, Leute. Wo befindet sich diese Puppe? In dem Mythenjäger-Video haben wir gesehen, dass die Puppe tatsächlich bei Halloween-Wetter vorbeikommt. Und normalerweise müsste es auch vielleicht gleich regnen. Also, wir brauchen ein bisschen Glück, Leute. Bisher scheint alles hier relativ friedlich zu sein. Schaut mal unbedingt auch nach, ob ihr irgendetwas von Chucky, der Mörderpuppe, sehen könnt. Und es kann sein, dass ich vielleicht irgendetwas gleich übersehen werde oder so, weil hier sind so viele Sachen, also, die einen ins Auge springen. Da kann man ab und zu tatsächlich mal Chucky übersehen. Diese Attraktionen sind alle so heftig, ne? Wenn man einfach nur da drauf gehen würde, das wäre schon cool. Aber ich persönlich würde mich auf diese Attraktion gar nicht drauf trauen. Okay, da wären wir dann, Leute. Und ja, ich sehe diesen roten Ballon und ich weiß, was sie im letzten Video in die Kommentare geschrieben hat. Ist das vielleicht Pennywise? Wer weiß, vielleicht kommt ja Pennywise in GTA 5 zurück. Oh Mann, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Wobei, das ist eine gute Sache. Das könnte sein, dass wir gleich vielleicht das Halloween-Wetter bekommen, wenn es jetzt schon anfängt zu regnen. Wir gucken mal nach. Vielleicht sehen wir ja schon Chucky, wenn wir in dieses Zelt reingehen. Ich guck mal nach. Chucky, bist du hier? Ist irgendwo die Puppe? Also im Mythenjäger-Video war sie da oben drauf und ich kann sie bisher immer noch nicht sehen. Ha, das ist merkwürdig. Okay, das ist schon ein wenig creepy. Ey, warte mal kurz, was ist das denn da hinten? Leute, das ist ein merkwürdiger Schraubendreher. War nicht in der Episode davon der Rede, dass Chucky ihre Opfer mit einem Schraubendreher erledigt hat? Oh Gott. Okay, Leute, es kann sein, dass der Mythos wahr ist. Okay, ich glaube, ich lasse das einfach mal hier. Also, wir haben schon einen Hinweis gefunden. Oh mein Gott, dieser Kürbis da hinten. Ich dachte schon gerade. Vielleicht ist er hier drin, ne? Chucky, bist du hier? Hallo? Ich sehe noch nichts von ihm. Aber diesen Schraubendreher, den habe ich jetzt schon mal gesehen. Oh, vielleicht ist er ja auch in diesem Zelt drin, Freunde, im Zirkusbereich. Wir gucken mal nach. Hallo? Bist du Chucky? Oh mein Gott, was ist das denn da? Entschuldigen Sie, was sind Sie? Sind Sie irgend so ein Geist? Weiß nicht, der Dompteur? Oh Mann. Leute, sehe ich das gerade, was ihr seht? Der Himmel ist grün geworden. Wir haben das Halloween-Wetter. Und das bedeutet, dass wir gleich wahrscheinlich mit Chucky Kontakt aufnehmen können. Wenn der Mythos wirklich wahr ist, Franklin, dann würde ich jetzt echt lieber vorsichtig sein. Und ja, ich sehe, Franklin, ich weiß, du hast Angst. Man sieht es in deinem Gesicht an, Franklin, ich weiß, du hast Angst. Deswegen passen wir einfach nur auf, was wir machen. In Ordnung? Wir werden jetzt nichts Gruseliges... Wow, Alter, das sieht jetzt... das ist richtig gruselig. Das Einzige, was mir gefällt, ist, dass, weil der Himmel so grün ist, dass wir wenigstens ein bisschen mehr sehen können. Aber irgendwie ist die Atmosphäre gerade alles andere als schön, muss ich sagen. Wow, okay. Wisst ihr was? Wir gucken uns mal kurz um. Vielleicht haben wir sie ja bereits irgendwo gesehen oder übersehen. Guck mal nach. Wo könnten wir sie sehen? Seht ihr sie irgendwo? Ist sie hier vielleicht irgendwo? Vielleicht da hinten? Nee, also ich sehe es nicht. Okay. Wow, was ist das? Wer lacht da? Ist das seine Lache? Ist das die Lache von ihm? Okay, ich würde dich gerne einmal sehen. Ist das vielleicht in Ordnung? Vielleicht bin ein großer Fan. Ganz großer Fan. Ich gehe mal auf die Achterbahn hier kurz drauf, aber nee, das ist vielleicht keine so gute Idee. Nee, doch nicht so eine gute Idee, auf die Achterbahn jetzt drauf zu gehen. Na, vielleicht gehen wir doch ein bisschen zurück. Was meint ihr? Der Park ist ein bisschen gruselig, oder? Wir gucken uns mal da an. Okay, wir gucken mal nach, was wir hier haben. So. Nee. Oh mein Gott. Jetzt höre ich auch noch das Kettensägengeräusch. Okay, was für Hinweise gab es? Den Schraubendreher, die Kettensäge und das merkwürdige Lachen. Also, was wird jetzt passieren? Wow, ich sehe ihn, ist er das? Er ist einfach verschwunden. Das war er doch, oder? Das war er. War der das? War das Chucky? Ich glaube schon. Alter, okay, ich weiß nicht. Ich gehe jetzt, Leute, wieder zum Zirkus, weil ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt eine Uhrzeit erreicht, wo wir ihn getriggert haben. Und ich glaube, je länger wir hier im Park bleiben, desto wütender wird er, oder? Moment mal kurz. Seht ihr den auch?
Leute, das ist er, oder? Oh mein Gott. Er steht hier in diesem Ticketverkaufsladen. Ja, es ist einfach nur eine Puppe, oder? Die bewegt sich gar nicht. Bewegen tut er sich nicht, ne? Oh Mann, Alter, ich habe Angst. Ich habe wirklich gerade Angst. Scheint nur ganz normal zu sein. Geräusche macht er auch gerade gar nicht. Merkwürdig. Wenn er sich also nicht bewegt oder nichts macht. Chucky, kannst du sprechen? Kannst du vielleicht... Mach irgendein Zeichen. Irgendwas, das... Ich glaube, dass du halt real bist. Wow. Wow. Warum nicht? Ich habe gerade auf der rechten Seite irgendwas gehört. Hey, was war... Wo ist er denn jetzt hin? Hey, das ist jetzt nicht witzig. Das kam aus der Richtung, Leute. Okay, wir müssen gucken, wo das Geräusch herkam. Irgendwo von hier war dieses Geräusch. Nein, da ist jemand erledigt worden. Und ich glaube, das ist gerade passiert. Alter, der Arme. Chucky, ich weiß, das ist ganz schön witzig, was du da machst und so. Also, wie wär's? Sollen wir uns treffen oder so? Ich sehe ihn immer noch in keinen der Häuser. Wait, da ist er wieder, Leute. Okay, jetzt habe ich ihn gesehen. Da ist er jetzt. Okay, Chucky. Oh ja, jetzt fängt er wieder an zu lachen. Yo, also, vielleicht können... Wo ist er denn jetzt hin? Da ist er, ich sehe ihn. Okay, alles klar, mein Freund. Wie wär's? Soll ich... Wo ist er denn jetzt? Hey, wo ist er hin? Oh mein Gott, ich sehe ihn da hinten, Leute. Da hinten. Was macht der da? Er teleportiert sich ständig. Wow, ist er jetzt... Alter, was macht der da? Okay, jetzt geht er da lang. Ey, kannst du mal bitte nicht so schnell sein? Ach, Junge, ich mach dich fertig. Ich mach dich jetzt fertig. Let's... Wo ist er denn jetzt wieder hin? Ich weiß nicht, vielleicht will er mich irgendwo hinleiten. Ist er... Oh mein Gott. Will er mir damit sagen, ich soll in das Haunted House reingehen? Ich glaube, das ist es. Okay, dann gehen wir in das Haunted House, Leute. Dann gehen wir da eben rein. Hoffentlich wird er mich nicht jagen. Okay, wir gehen hinein. Gruselig. Sehr gruselig. Geh zurück. Nein, ich gehe auf keinen Fall zurück. Definitiv nicht. Ja, schön. Er fängt wieder an zu lachen. Und jetzt hör ich die Kettensäge. Was hat es die ganze Zeit mit dieser Kettensäge auf sich? Du bist ja noch nicht mal mit dem Schraubendreher bei mir angekommen. Ich werde mich mal lieber bewaffnen, Leute. Nein, ich habe nichts mehr. Oh nein. Okay, dann muss ich wohl in den Nahkampf mit ihm gehen. Chucky, wo bist du, mein Freund? Wo bist du? Hallo? Da ist er, Leute. Da ist er. Ich würde sagen, wir machen einfach Folgendes. Ich glaube, er hat den Schraubendreher in der Hand. Okay, wir werden jetzt angreifen, Leute. Bei drei. Bei drei... Leute, lasst ein Abo da. Dann werden wir ihn angreifen, Leute. Also abonniert den Kanal. 3, 2, 1 und... Bam, Alter. Bam. Bam, Junge. Bam. Und zack. Und let's go. Huch. Okay. Alter, habe ich seinen Schraubendreher aufgesammelt? Yo, ich habe seinen Schraubendreher aufgesammelt, Leute. Ich habe jetzt Chuckys Waffe dabei. Nice. Was sagst du dazu, Chucky? Ich habe jetzt deinen Schraubendreher. Du hast jetzt keine Chance, oder? Du hast jetzt keine Chance gegen mich. Ich muss sagen, der war gar nicht so hart zu besiegen. Der war wirklich kein Gegner. Das war easy. Okay. Ich würde sagen, wir haben Chucky besiegt. Ich glaube, damit ist der Mythos besiegt. Haben wir es geschafft? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir gehen dann nach Hause, Leute. Ich nehme das als Requisite. Ich muss das unbedingt später Trevor zeigen oder Michael. Oh, wenn ich diesen Schraubendreher jemandem zeige, das wird cool werden. Ich frage mich immer noch, was es mit der Kettensäge auf sich hat, die man die ganze Zeit gehört hat. Puh, oh Mann, das war heftig, Leute. Alles klar. So, dann gehen wir mal rein nach Hause. Schön entspannen bei diesem komischen Wetter, aber ey, ich habe immerhin seinen Schraubendreher mitgenommen. Das ist schon cool. Ja, okay. Ich glaube, Franklin, das war genug. Dann legen wir uns mal schlafen. Hä? Oh nein. Leute, der Strom ist wieder ausgefallen. Nein, bitte nicht. Bitte sag mir, dass es vorbei ist. Och, nee. Nein, ich höre die Lache schon wieder. Hey, wo bist du? Wo bist du denn? Chucky? Was ist denn der Chucky? Oh mein Gott. Yo. Ist einfach wieder despawned. Okay, ich dachte, wir hätten ihn besiegt, aber es sieht wohl nicht danach aus. Oh mein Gott. Okay, Leute, was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Ich habe ihn versucht zu erledigen und ich habe jetzt einen... Willst du deinen Schraubendreher zurück? Kannst du gerne haben. Hey, was ist das für ein D-Symbol? Seht ihr das? Ich sehe gar nichts. Also irgendwie ich... Hallo? Bist du da? Was ist denn das? Ist alles cool? Leute, ich bin gerade... Oh mein Gott, ich höre schon wieder. Da ist schon wieder das Kettensägengeräusch. Ich guck mal mir das an. Wer ist da? Ist da jemand? Hallo? Ich sehe nämlich nicht. Oh mein Gott, nein, nein, Chucky, nein. Oh mein Gott, er verfolgt mich, Leute. Er verfolgt mich. No way.
Das ist nicht Chucky, oder? Sag mir nicht, dass es Chucky ist. Nein, Leute, es ist er. Es ist er wirklich. Okay. Junge, hat er jetzt eine Kettensäge bekommen? Bro, ich mach dich fertig. Ja, ja, das kriegst du von mir. Oh, nein, 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 nein. Oh, Junge. Der hat also auch eine Kettensäge. Okay. Das ist gut zu wissen. Okay. Hilfe, Alter. Ich gehe mal lieber in die Innenstadt. Ich hau ab von diesem komischen Monster. Der ist einfach zu gruselig. Wow. Wow. Was? Was macht der da? Hey, ist er wieder zurück? Der verfolgt mich ja die ganze Zeit. Hey, Leute, wo seid ihr alle? Warum sind hier keine Passanten? Na gut, es regnet gerade. Also kein Grund, dass sie hier draußen sein sollten. Soll ich mich mit dir anlegen? Ist es das, was du willst? Ich mach dich fertig. Ich hab deinen Schraubendreher. Oh nein, 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 nein. Hey, Leute, Hilfe. Oh mein Gott. Oh nein, nein. Oh mein Gott. Hey, stopp auf. Nein. Was passiert jetzt? Franklin? Franklin? Okay. Mir geht's gut. Ich stehe auf. Okay, das war wichtig. Leute, wichtig. Wo bin ich hier? Das ist nicht mein Zuhause. Das ist eindeutig nicht mein Zuhause. Oh Mann, ich glaube, Chucky hat mich hier rübergebracht. Alles klar, Leute, das war ein Fehler. Ich hätte nicht dahin gehen sollen. Ich hätte nicht in diesen Freizeitpark gehen sollen. Das war ein ganz großer Fehler. Oh mein Gott. Okay, wo geht's denn hier raus? Hey, wer sind Sie denn? Das ist unser Ende, mein Freund. Was meinst du mit unser Ende? In 5 Minuten ist dein Leben vorbei. Chucky will mit uns spielen, aber wir kommen aus diesem Spiel nicht mehr raus. Oh nein, bitte. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Können wir nicht einfach hier rausgehen oder so? Zu spät. Oh nee, wirklich. Ey. Nein, das glaube ich nicht. Okay, er hat tatsächlich diesen Bereich zugemauert. Aber wartet mal, Leute. Nein. Nein, der hat mir den Schraubendreher weggenommen. Jetzt habe ich den nicht mehr. Okay. Mister? Hey, Mister, wo ist er hin? Hey, wo ist er jetzt hin? Hallo, Mister? Ey, das ist jetzt echt nicht witzig. Wo sind Sie hin? Es gibt doch kein Entkommen. Oder hat Chucky ihn gerade mitgenommen? Ist das eine Kettensäge? Warte mal kurz. Können wir die nicht benutzen, um das Ding aufzumachen? Yo, Leute, wir haben einfach wirklich eine Kettensäge. Ich glaube, das ist die von Chucky, oder? Okay, dann versuchen wir mal, Leute, diese Tür hier aufzukriegen. Wir probieren es mal. Komm, wir müssen sie aufsägen. Das, Leute, wir müssen das schaffen. Komm. Wir müssen das zusammen schaffen. Komm, wir sägen diese Tür auf. Na los. Ja, komm schon. Ich glaube, wir packen das, Leute. Lasst ein Like da, dann öffnen wir diese Tür, Leute. 3, 2, 1. Let's go. Wir kommen durch. Nice. Wir kommen durch, Leute. Woo, let's go. Raus von dieser Irrenanstalt, von diesem Chucky, Alter. Was ist das denn für ein Haus gewesen? Let's go. Wir sind draußen. Nice. Aber ich frage mich jetzt eins. Wenn wir diese Kettensäge haben, wo ist dann Chucky? Oh mein Gott. Nein. Nein. Sagt mir nicht, er kommt jetzt. Ist er da hinten? Ich glaube, da hinten ist er. Ich gehe da mal langsam vor. Oh mein Gott, er kommt. Wo läuft er hin? Leute, wir müssen ihn fertig machen. Wir werden ihn zusammen fertig machen. Ich werde ihn aufspüren und dann werden wir erledigen. Einfach Kettensäge in GTA 5 freigeschaltet. Leute, was ist das für eine krasse DLC-Waffe? Warum grabst du ihn normalerweise nicht in GTA 5? Oh, wir jagen ihn. Der muss hier sein. Boah, die ganzen Tiere, die ganzen Elefanten laufen weg. Oh, Chucky, du hast keine Chance. Er ist, da ist er. Er kommt. Er kommt, Leute. Okay. Wir machen uns bereit. Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Da ist er. Na los. Greif an. Oh mein Gott. Greif an. Yes. Na los. Nein, fertig. Komm schon. Ja. Wir haben ihn, Leute. Wir haben ihn gleich. Nein. Oh nein. Ich kann das Spiel nicht mehr neu starten. Was? Diese Woche bei Mythenjäger. Es gibt eine Pizzeria in Los Santos, die anders ist als andere Pizzerien. Grund dafür ist das Verschwinden von einigen Menschen. Verantwortlich dafür gemacht werden die Animatronics. Die Maskottchen dieses sogenannten Restaurants sollten für mehr Kundschaft sorgen, aber sie sorgten für das Gegenteil. Könnte es daran liegen, dass die Animatronics am Leben sind? Und wenn ja, sind sie nett oder sind sie böse? Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video in GTA 5 und heute sind wir mit Franklin, Michael und Trevor gleichzeitig unterwegs, denn ich habe mir heute etwas ziemlich Cooles überlegt und zwar soll ein neues Restaurant aufgemacht haben und zwar eine Pizzeria, Leute, im Five Nights at Freddy's Stil und da gehen wir auf jeden Fall hin und Leute, Trevor hat auf jeden Fall gar keinen Bock darauf. Och nee, ist das schon wieder einer von diesen Kinderspielen?
Ich hab keinen Bock auf diese Plüsch-Teddys. Hey, Trevor, sag das nicht, sonst kommen die Animatronics und holen dich. Ich hab's in der Folge Mythenjäger gesehen, dass die dort eine neue Pizzeria aufgemacht haben und die soll wirklich gruselig sein. Aber ich bin sehr gespannt. Also, Michael, bist du dabei? Ja, von mir aus. Wo ist diese Pizzeria? Ich hab ziemlich Hunger. Die ist gleich um die Ecke, hier irgendwo am Boulevard. Also gut, Leute, wir machen uns auf den Weg. Lasst an der Stelle natürlich ein Like da, Leute, wenn ihr auf jeden Fall die Five Nights at Freddy's Kreaturen wieder in GTA 5 sehen wollt. Und lasst ein Abo da, Leute. Uns fehlen 1000 Abonnenten zu 1,2 Millionen Abos. Also, smash den Abo-Button und es wird etwas Nices zur Weihnachtsverlosung geben. Okay, Trevor, steig ein. Wir machen uns auf den Weg direkt in die Pizzeria von Five Nights at Freddy's. Mal gucken, ob wir dort vielleicht auch einige von diesen Animatronics kennenlernen. Ich hoffe allerdings nicht, dass die sich da bewegen. Wir werden mal sehen. So, die Pizzeria sollte gleich direkt hier sein. Ich glaube, das war in diesem Gebäude da auf der linken Seite. Es müsste hier sein. So, checken wir mal die Location ab. Oh ja, Leute, das ist diese Pizzeria. Pizza Dis. Das ist die geheime Pizzeria, die jetzt gerade in GTA 5 aufgemacht hat. Und das soll eine Secret Location aus irgendeinem Grund sein. Und man sieht diesen gelben Pfeil, dass man da reingehen kann. Also, Leute, seid ihr ready? Habt ihr Bock? Ja, klar hab ich Bock. Ich hab übelst Hunger. Franklin, ich bin in 3 Minuten weg. Wenn die Pizza nicht sofort lecker schmeckt, hau ich ab. Und die Pizza geht auf dich. Ja, ist ja gut, Trevor. Ich bezahle deine Pizza. Es freut mich sehr, dass du mit dabei bist. Aber gut, Leute, wir gehen rein in die Pizzeria. Let's go! So, let's go. Wow, Leute. Guckt euch das mal an, wie das hier aussieht. Das sieht einfach genauso aus wie in Five Nights at Freddy's. Warte mal, was steht hier? Warnung. Kameras operieren in diesem Bereich. Ah, ist das so? Das Ganze ist ja ziemlich originalgetreu gehalten. Und Jungs, habe ich euch zu viel versprochen? Das sieht doch genauso aus, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, der Schuppen sieht schon ziemlich nice aus. Aber wo ist meine Pizza? Da an der Wand. Trevor, da sind einige Pizzen an der Wand. Aber gut, okay, vielleicht ist dort ja irgendwo ein Chefkoch. Ey, da ist einer, Leute. Und da sehen wir sie, Leute. Das sind die Animatronics. Die 4 verschiedenen aus dem Original Five Nights at Freddy's Spiel, Leute. Ich glaube, das hier ist Freddy, das ist Chica, das ist Bonnie und das ist Foxy. Die sehen alle ziemlich... Irgendwie sehen die aus, als wären die kaputt. Ey! Meister Chef, was gibt's denn heute auf der Karte? Oh, sehr herzlich willkommen, werter Gast. Sie sind unser erster Kunde. Wir haben alle möglichen Pizzen. Was möchten Sie essen? Also für mich gerne so eine Pizza Parma-Schinken. Das ist ganz lecker, finde ich. Was wollt ihr, Jungs? Für mich eine Pizza Hawaii. Trevor, ist das dein Ernst? Wer ist denn sowas? Was? Hast du etwas gesagt, Michael? Gefällt dir meine Auswahl nicht? Es ist nur... vergiss es. Für mich eine Pizza Margherita, bitte. Alles klar, die Pizzen werden gerade produziert. Stellen Sie sich ruhig hier hin und warten Sie einfach. Oh, okay, das wird ein ziemlich entspannter Tag. Und ich würde, dieser Ort ist sehr, sehr cool, Leute. Hier gibt es sogar Spielautomaten. Man hat hier einfach überall Geschenke. Es sieht wirklich sehr originalgetreu aus, muss ich sagen. Und ja, gut, dann warten wir mal eben auf unsere Pizza, Leute. Hey, Trevor! Was machst du da hinten? Komm hier an den Tresen. Ärger nicht die Animatronics. Kann sein, dass einer dich auffrisst oder so. Hallo? Hallo? Bist du wirklich lebendig? Hallo? Ich sag's dir, wenn du dich einen Millimeter bewegst, kriegst du es mit mir zu tun. Na los, probier es. Dachte ich's mir doch. Kein einziger Millimeter. Trevor, du solltest den wirklich nicht nerven. Es kann echt sein, dass er dich entführt oder so. okay, dann warten wir auf unsere Pizza, Leute. Lasst ein Like da und wir beschleunigen den Prozess. Dann ist unsere Pizza ruckzuck da. Also, einen Daumen nach oben da lassen und... Let's go. 6,5 Stunden später. Okay, Leute, es dauert schon ziemlich lange, muss ich sagen. Die Pizza sollte längst fertig sein. Franklin, wo ist meine Pizza? Du weißt, ich habe extrem Hunger. Und du sagtest, die dauert nicht länger als 10 Minuten. Wo ist meine Pizza? Beruhig dich, Michael. Ich gehe der Sache auf den Grund. Ich finde heraus, wo deine Pizza ist. Das ist weird. Oh, Trevor, hör auf, jetzt die Animatronics anzutanzen. Alter, der denkt wirklich, er will heute witzig sein. Leute, schreibt doch mal irgendwas Trevor in die Kommentare. Hör doch einfach mal auf, Trevor.
Du provozierst diese Animatronics. Ach ja? Glaubst du das wirklich? Ich werde auf jeden Fall so lange provozieren, bis diese komischen Teile sich bewegen. Ich bin nur deswegen mitgekommen, nicht wegen der Pizza. Bisher bewegt sich keiner von diesen Animatronics. Okay, ach man, Trevor, es ist völlig egal. Weißt du was? Ich guck jetzt mal nach, wie weit die Pizza ist. Ich frag mal den Chef einfach höchstpersönlich nach. Hallo, Chef? Ist hier irgendwo die Küche? Ich guck mal nach, Leute. Vielleicht ist die Küche ja hier oder so drin. Nein, das ist wohl das WC. Wo ist denn der Chef? Hallo, Küchenchef. Ich warte auf unsere Pizza. Wo ist die denn endlich? Ist sie bald fertig? Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Leute, das ist der Chef gewesen. Und jemand hat ihn eiskalt erledigt. Wer war das? Leute, wir haben ein dickes Problem. Und zwar aus irgendeinem Grund ist der Chef down. Also, der lebt nicht mehr. Warte mal, heißt es keine Pizza? Trevor, komm, wir gehen nach Hause. Ah, dankeschön für gar nichts, Franklin. Du bist echt ein toller Freund. Jetzt gibt's nicht mal Pizza für uns. Okay, Michael, wir gehen. Ey, wartet, Leute, bitte. Bitte, geht nicht. Warte mal. Ist die Tür abgeschlossen? Michael? Ja, Trevor? Die Tür ist abgeschlossen. Ist das geplant? Franklin? Leute, lasst mich mal ran. Ich probiere das mal. Okay. Leute, die Tür ist wirklich abgeschlossen. Wir sind hier eingesperrt. Wir sind hier eingesperrt worden, Leute. In diesem Restaurant. Oh nein, das war eine schlechte Idee. Leute, wir sind jetzt mit diesen Animatronics in einem Restaurant gefangen. Der Chef ist down. Wir wissen nicht, was hier abgeht. Muss hier dann am Ganzen auf den Grund gehen. Leute, wartet einfach hier ab, okay? Ich versuche, einen Schlüssel zu finden oder irgendetwas, mit dem wir hier rauskommen. Alles klar? Okay, Leute, das hier ist echt weird und übelst gruselig. Und by the way, falls euch das Video bisher gefällt, lasst mal ein Like da. Und eine kleine Info, Leute. Und zwar geht bald nämlich eine richtig fette Aktion los, Leute. Es kommt nämlich ein neues Merch-Piece auf jeden Fall online. Und zwar unter meinem Shop idzock.shop könnt ihr auf jeden Fall, Leute, bald das neue Design holen zur Weihnachtsedition. Und zwar wird es der grüne Hoodie sein. Genauere Infos dazu gebe ich euch auf jeden Fall die nächsten Tage. Er wird auf jeden Fall am Wochenende droppen. Und checkt unbedingt mal den Roblox-Kanal IDBlocks aus, Leute. Wir sind auf dem Weg schon zu 10.000 Abonnenten. Vielen Dank für den Support. Wenn ihr es noch nicht gecheckt habt, checkt den Kanal aus. Wirklich, gebt mir dafür genauso viel Mühe für die Videos wie hier auf meinem Kanal. Also checkt den Roblox-Kanal aus. Okay, alles klar, Leute. Hier muss doch irgendwo ein Schlüssel liegen oder so etwas in der Art. Irgendetwas. Es braucht irgendetwas, das wir hier finden müssen. Vielleicht finde ich hier irgendeinen Schlüssel oder so. Nee, komisch. Hier ist irgendwie nur so ein komischer Raum mit Monitoren und irgendwie Lichter. Kann man das Licht hier kontrollieren? Was ist das, Leute? Ist das irgendwie das Kameraüberwachungssystem? Moment, wartet mal. Leute, ich habe da was gesehen. Da ist ein Zettel. Es ist zwar kein Schlüssel, aber was steht da drauf? Der Ausgang ist versperrt. Du bist in Nacht 3 angekommen und du musst bis Nacht 5 überleben und die Animatronics beobachten. Sie dürfen dich nicht erwischen. Warte mal. Die leben? Das ist kein Fake? Die können sich wirklich bewegen? Leute, Mythenjäger war davon gar nicht die Rede. Oder habe ich da was überlesen? Ich dachte, das wären Erfindungen. Okay, das ist nicht gut, Leute. Das ist alles ganz und gar nicht gut. Aber warte, hier ist die Kamerastation. Wir können das Ganze uns vielleicht mal anschauen. Also gut, schauen wir mal in die Kameras rein. Oh, okay. Ah, Leute, wir haben hier auf jeden Fall eine Kamera und wir können uns teilweise umgucken. Das ist in diesem komischen Schwarz-Weiß-Filter. Okay, switchen wir mal zur nächsten Cam. Oh, das ist der Flurbereich. Hier waren wir gerade drinne. Hier ist nichts zu sehen. Ich sehe auch keinen Schlüssel, wo wir rauskommen können. Okay, das ist der nächste Raum. Hier kann man Merchandise und so holen. Oh, die sehen eigentlich ganz süß aus. Warte, wir zoomen da mal ein bisschen rauf. Ah, okay, okay. Oh, okay, die sehen gar nicht schlecht aus. Ein Plüsch hätte ich schon gerne. Oh, das ist der große Saal. Okay, das ist nicht schlecht. Happy Birthday steht hier auch noch drauf. Wir gucken uns mal an. Kann ich vielleicht Trevor sehen? Yo, ich sehe euch. Okay, die stehen tatsächlich immer noch vor der Tür. Oh, das ist gut. Ich kann sie also beobachten. Ah, und das ist der Raum, Leute, mit den Animatronics. Aber Moment. Wo ist Chica? Zwischen Freddy und Bonnie fehlt jemand. Leute, Moment. Ich muss mal zurück.
Leute, das ist jetzt echt weird. Okay, wir müssen auf jeden Fall ein paar Nächte überleben. Warte. Ich muss das mal abchecken. Ey, wo kam... Habt ihr gerade die Explosion gehört? Wo ist Chica? Leute, guckt sie euch an. Wie gruselig sieht vor allem Bonnie aus. Die Hälfte ihres Kopfes fehlt einfach. Und ich finde, Foxy ist eigentlich ganz süß. Also Foxy ist ganz, ganz nett, muss ich sagen. Aber dieser Freddy, Leute... Den kennt ja wahrscheinlich jeder von euch. Leute, habt ihr vielleicht irgendwo Chica gesehen? Franklin, ich habe keinen Bock mit dir zu kooperieren. Was ist der Stand der Dinge? Also, ich habe den Schlüssel nicht gefunden. Wir sind hier mitten in der Nacht gefangen, nach 3 von 5 in Five Nights at Freddy's und wir müssen hier überleben, sonst holen uns die Animatronics. Und einer der Animatronics ist abgehauen. Na, da hast du uns mal wieder eine super Sache reingeritten, Franklin. Ganz tolle Arbeit. Okay, Leute... Bleibt auf jeden Fall zusammen und beobachtet unbedingt diese Animatronics. Wir müssen das hier schaffen. Wir müssen das unbedingt schaffen. Oh, wo ist Chica, Leute? Ich habe fast jeden Raum hier abgesucht. Da ist sie, Leute. Da ist Chica. Hallo. Hey. Oh Gott, Alter. Was ist mit den Armen los? Hey, Chica. Hallo. Wir müssen dich zurückbringen. An den Tresen. Also, na los. Bringen wir dich zurück. Okay, alles hat wieder seine Ordnung. Wir beobachten die Animatronics auf jeden Fall bei ihrer Arbeit und schauen mal, ob die sich jetzt nicht weiter bewegen. Aber ich glaube, das war's erstmal für diese Nacht. Okay, Leute, wir sind mittlerweile in Nacht 4 angekommen. Die Animatronics stehen immer noch gut. Man muss sagen, ich habe echt Angst, dass sie sich anfangen zu bewegen. Aber bisher scheint tatsächlich alles gut zu sein. Und ich habe das Ganze so ausgearbeitet. Michael sorgt dafür, dass der Flur hier in Sicherheit ist. Und Trevor, du sorgst einfach dafür, dass die Kameras in Beobachtung sind. Kann ich mich auf dich verlassen, Trevor? Aye, Captain. Aber danach gibst du mir ein Goldsteak mit extra viel Goldstückchen drauf. Ja, wenn wir das überleben, kriegst du das. Keine Sorge, Trevor. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal weiter um, Leute. Und ich glaube, es ist bisher alles normal. Okay, Michael, ich hoffe, es ist alles Roger. Also, gucken wir mal nach den Animatronics. Okay. Hey, Leute! Da haben sich zwei wieder entfernt von der Szene. Was kann das? Ey, Trevor! Habe ich dir nicht gesagt, du sollst da aufpassen? Trevor! Trevor, du solltest auf die Kameras aufpassen. Mach ich doch. Siehst du doch selber an. Hier, alles ist in Ordnung. Trevor. Oh mein Gott. Das ist die Kamera, wo Michael ist. Du solltest die Kamera einschalten, wo man die Animatronics sieht. Hier, schau es dir an. Hier, die Kamera sollst du dir angucken. Wait. Leute? Hat er sich bewegt? Oh, yo, der hat sich bewegt. Boah, das ist so gruselig. Oh mein Gott, Alter. Okay, wo haben wir die anderen? Wir gucken mal nach. Okay, es ist nicht so, dass ich jemanden sehe. Hier ist niemand. So, was haben wir? Oh, hier ist einer. Da ist Bonnie. Okay, wir haben Bonnie gefunden. Ist in dem Raum hinter dem großen Festsaal. Aber wo ist Chica? Die muss hier irgendwo sein. Hallo? Leute, hier ist... Hier ist ein Error. Es ist rot. Warte, die Kamera ist defekt. Das ist die Kamera, wo Michael ist. Oh, Trevor, du hast nicht richtig aufgepasst. Wobei jetzt für den einen Moment, wo wir nicht drauf geguckt haben. Habt ihr das Geräusch gerade gehört? Das war eine von den Animatronics. Nein. Was soll das? Was soll das, Leute? Die haben sich bewegt. Die haben sich 100% bewegt. Ich kann mir das denken. 100%. Okay. Also die haben sich hier... Oh, da ist Chica. Warst du das, der das Geräusch gemacht hat? Warst du das, Chica? Ganz sicher warst du das, oder? Hey, warum hat Chica einen Golfschläger in der Hand? Nein. Weißt du was? Du gehst zurück an deinen Posten. Okay, müssen wir jetzt nur noch Bonnie aufsammeln. Okay, Bonnie, du musst jetzt auch noch zurück. Und mach deine Hand nicht vors Gesicht. Ich weiß, du siehst hässlich aus. Okay, bringen wir dich rüber. Okay, aber ich verstehe nicht, Leute. Wo ist Michael? Wo ist Michael? Warte, kann ich dich zu Michael switchen? Yo! Es ist nicht möglich, zu Michael zu wechseln. Da ist ein X. Man kann da nicht drüber wechseln. Seht ihr das? Ich kann nicht zu ihm wechseln, Leute. Ich kann nicht zu Michael wechseln. Michael, wo bist du? Michael? Michael! Nein! Leute, die Animatronics haben Michael erwischt. Er hat seine letzte Pizza nie gegessen. Rest in peace, Michael. Alle mal in die Kommentare. Rest in peace, Michael. Es tut mir so leid, ey. Oh nein, Leute, die Animatronics... Warte mal, hier steht ein Zettel. Was steht da? Listen, Frank. Warte, Frank, ist das Franklin? Mich interessiert es nicht, wer dieses Spiel gemacht. Das ist nicht für Kinder. Liam. Okay.
Meint ihr hier GTA 5 oder meint ihr Five Nights at Freddy's? Ich glaube, die reden hier von Five Nights at Freddy's. Oh Gott, das ist nicht gut. Trevor, Michael hat's erwischt. Er hat's nicht überstanden. Lass mich jetzt an die Kamera. Lass mich am besten an die Kamera, ja? Oh, nein, das ist nicht gut. Weißt du was? Ich bleib an der Kamera. Aber du spielst jetzt mich. Okay, das klingt auch eine gute Idee. Dann würde ich sagen, wechseln wir direkt mal zu Trevor. Okay, Leute, dann übernehmen wir jetzt die Kamerakontrolle. Okay, hier ist bisher alles normal. Leute, wir sind immer noch in Nacht Nummer 4. Das ist absolut unmöglich. Wie soll man das denn schaffen? Ich werde dieses Spiel, by the way, niemals spielen. Es sei denn, dieses Video schafft 10.000 Likes. Dann spiele ich Five Nights at Freddy's auf diesem Kanal. Also nur, wenn ihr 10.000 Likes da lasst. Wirklich, es ist zu gruselig. Okay, der nächste Raum. Hier scheint auch irgendwie alles normal zu sein. Warte mal. Sind da... Wo ist Chica? Wo ist Chica hin? Ah, Chica ist nicht hier. Okay. Okay, hier ist auch nichts. Gucken wir mal bei der nächsten Kamera. Okay, hier ist auch nichts. Oh mein Gott! Yo! Leute, es ist wirklich passiert. Trevor wurde ebenfalls erwischt. Er ist einfach down gegangen. Die Animatronics haben ihn einfach erwischt. Ich habe keine Ahnung, wie das möglich ist, dass er über die Kamera erwischt wurde, aber... Nein, Leute. In dem Moment, wo Chica den Jumpscare gemacht hat, war noch ein anderer hier. Okay, wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein, Leute. Wir gucken uns mal um. Warte, was ist... Seht ihr das da hinten? Was ist das? Seht ihr das da hinten? Oh, nein, Leute. Ich glaube, wir sollten einen Abgang machen. Wir sind in Nacht Nummer 5 und ich werde auf keinen Fall eine einzige weitere Minute in diesem Horrorrestaurant sein. Hier gibt es nicht mal Pizza. Gab es in Five Nights at Freddy's Pizza? Schreibt es in die Kommentare. Also gab es jemals eine Pizza in Five Nights at Freddy's zum Essen? Schreibt es wirklich in die Kommentare. Wir müssen jetzt echt nach den Dingen suchen. Nach dem Schlüssel oder so, wie man hier rauskommt. Es ist halt übelst schwer. Ich habe keinen Bock mehr, durch die Kameras zu zappen. Caution, wet floor, okay. Leute, ich habe ein wirklich sehr ungutes Gefühl bei der Sache. Ich sag's euch. Wo ist... Oh, oh. Leute, die können sich bewegen. Die können sich bewegen. Die können sich jetzt wirklich frei bewegen in Nacht Nummer 5. Das ist nicht gut. Jo. Oh nein. Nein, 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 das Licht ist aus. Das Licht ist aus. Wir müssen es anmachen, Leute. Na los. Drücken wir auf den Knopf, Leute. Komm schon, los. Leute, liked das Video. Der Knopf funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ich drücke die ganze Zeit drauf, aber es klappt einfach nicht. Oh mein Gott. Da gibt es noch einen anderen. Oh, es gibt noch den Knopf, Leute. Kriegen wir den wenigstens an? Na los. Nur Error-Sounds. Ich krieg das Licht nicht mehr an, Leute. Das ist nicht gut. Die Animatronics sind jetzt komplett freigesetzt. Wir müssen hier abhauen. Wir brauchen den Schlüssel und müssen abhauen. Ganz schnell, Leute. Ganz schnell. Okay. Warte mal. Wir dürfen aber nur nicht darauf aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass keiner sonst hier kommt, oder? Ich weiß nicht. Ob da jemand... Ich höre Geräusche. Ich höre Geräusche. Oh! Foxy ist unterwegs. Okay, Leute. Wir gucken ganz langsam. Da ist Freddy. Da ist Freddy, Leute. Freddy Fazbear. Okay. Ich gehe am besten in diesen Raum. Okay, ich muss hier einfach abhauen. Leute, Michael und Trevor haben es beide schon erwischt. Die haben es nicht überstanden. Wir müssen es schaffen, bevor die uns holen. Das sind die Schlüssel. Na los, nehmen wir die mit. Komm schon. Okay, jetzt nichts wie raus hier. Na los, hauen wir einfach nur noch ab, würde ich sagen. Oh, Bro, ich hoffe nicht, dass Foxy mich gesehen hat. Foxy? Boah, Leute, ich weiß nicht so recht. Ich habe echt so ein mieses Gefühl bei der Sache. Ich sah, oh Gott, da ist Freddy. Freddy Fazbear. Ah, ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus, Leute. Oh nein. Ist er weg? Ich hoffe, er ist weg. Er ist weg, Leute. Er ist weg. Alles klar. Okay. Warte, ich höre Geräusche von links. Ich höre Geräusche. Das müsste Foxy sein. Es müsste Foxy sein. Ja, 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 okay. Alles klar, Leute, dann komm. Laufen wir. Laufen wir. Okay, komm, 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 komm. Wir hauen ab. Da ist Chica. Chica, okay. Chica, bloß nicht das Gesicht umdrehen, Leute. Wir müssen die immer im Blick halten. Wir müssen die immer im Blick halten. Wir müssen... Oh Gott, da ist der Nächste. Wie viele haben die denn? Okay, wir haben Chica dort. Und ich glaube, einen anderen... Oh nein, 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 nein. Bunny, 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 bunny. Okay, bloß nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen, Leute.
Nicht bewegen. Oh, da kommt jemand anderes. Da kommt jemand anderes. Ich versuche alle drei... Oh nein, wie viele haben wir denn gleichzeitig im Blick? Okay, wir müssen es schaffen zu entkommen, ohne dass uns ein Animatronic sieht, dass wir ihn nicht sehen. Also, dass er uns sieht, ohne dass wir ihn nicht sehen. Also, wir müssen sie im Blick haben, bevor sie uns alleine im Blick haben. Okay. So, Foxy haut ab. Das ist gut. So, jetzt hauen wir ab, oder? So, wir laufen jetzt an Chica einfach vorbei. Ich glaube, das ist das Schlauste. Weißt du was, Chica? Du kriegst hier noch eine. Oh. Nimm das! Und das! Und das, Chica! Nimm das! Komm schon! Okay. Oh, ich habe ein Geräusch gehört. Okay. Oh, warte mal. Wo ist Bonnie? Wo ist das? Das ist Freddy. Okay, jetzt nichts wie raus. Hauen wir ab aus diesem Ort. Let's go. Okay, Leute, wir sind draußen. Wir haben es überstanden. Oh, da ist sogar das Auto, Leute. Mit dem sind wir hier angereist. Aber ey, was ist gerade passiert? Okay, das war sehr weird. Leute, wir sind komplett alleine. Der arme Trevor, der arme Michael. Beide haben es nicht geschafft. Aber immerhin, wir sind entkommen. Wir müssen denen aber auf jeden Fall noch eine Pizza schulden. Okay, dann fahren wir einfach nach Hause. Okay, so Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir endlich rein. Hauen ab von diesem Ort und auf Wiedersehen. Okay, dann würde ich sagen, Leute, auf geht's nach Hause. So. Oh mein Gott! Oh! Geht. Freunde, wir sind heute mit Franklin wieder hier in GTA 5 und Leute, ihr seht, dort hinten ist Franklin Jr. und er meint, wir haben irgendwas bestellt, irgendeine Sache, die er jetzt bestellt hat. Ey, Franklin Jr., was hast du denn bestellt? Was bist du denn so heute aufgeregt? Hey Dad, ich habe was voll Cooles bestellt. Es kommt bald an. Der Paketlieferant sollte jeden Moment da sein. Ich muss es dir zeigen. Was willst du mir denn zeigen? Okay, ich bin mal wirklich gespannt, was er sich da bestellt hat wieder. Nicht, dass du dir eine PlayStation 5 bestellt hast, ne? War abgesprochen, dass ich dir erst später eine kaufe. Oh, ich glaube, Leute, Das muss der Paketlieferant sein oder wer auch immer. Wir machen mal die Tür auf. Hallöchen. Wow, okay. Warte mal. Ich probiere das Ding mal hier reinzuholen. Franklin Jr., was hast du dir denn bitte schön geholt? Der hat hier ein Riesenpaket geholt. Ey, das muss richtig teuer sein. Was ist das denn? Na los, mach die Box auf. Ich sag dir, es wird dir bestimmt gefallen. Das ist voll die coole Sache, die ich mir gekauft habe. Das ist gerade voll im Trend. Alle haben so etwas. Okay, okay. Entspann dich. Leute, ich mach mal dieses Paket auf. Freunde, lasst dazu jetzt gerne ein Like da und wir öffnen dieses Paket jetzt in GTA 5. Also jetzt ein Like da lassen, Leute. In 3, 2, 1 und jetzt liken, Leute. Oh, Alter, was hast du denn da geholt? Ey, Bruder, das ist eine Horrorpuppe. Guck dir das Gesicht mal an. Alter, ist das Teil gruselig. Es hat so eine Rose, es hat so einen Anzug. Warum bestellt Franklin Jr. sich so etwas? Yay, es ist endlich da. Alter, das ist so cool. Meine ganzen Freunde haben sich auch so etwas geholt. Guck mal, ich zeig dir, was das Teil machen kann. Man kann es in alle möglichen Posen stecken. Guck mal, hier. Er kann zum Beispiel seine Arme hier so bewegen und man kann ihn so falten. Oder man kann ihn auch so komplett umstellen, wie man möchte. Also man kann wirklich, da sind keine Grenzen gesetzt. Die Leute machen dann Fotos mit dieser Puppe und dann zeigen sie das Ganze auf Instagram. Ich will auch so Fame werden. Also poste ich jetzt diese Bilder mit dieser Puppe. Also, ich mach mich da mal auf. Alter, was ist das für ein weirder Trend? Und Bro, diese Puppe sieht super weird aus. Vor allem, wenn man die so umstellen kann. Das ist ja richtig weird. Naja, keine Ahnung, was der sich da für ein Trendprodukt gekauft hat, aber ich würde sagen, das Teil bleibt ja auf keinen Fall drin in diesem Haus. Ach komm schon, Dad, bitte. Lass es einfach nur diese Nacht hier zu Hause sein, okay? Ich schick's dann zurück, wenn es dir nicht mehr gefällt. Bitte, ein Tag nur. Ein Tag? Okay, einen Tag, dann kommt diese Puppe raus aus diesem Haus. Ich will hier nicht so eine Horrorpuppe in diesem Haus haben, okay? Na gut, dann mach mit der Puppe, was du willst, aber in einem Tag ist das Ding weg. Okay, ich sehe es schon, Leute. Franklin Jr. macht jetzt schon Fotos von dieser Puppe. Die ist, by the way, größer als er selber. Naja, ich gönne dir mal seinen Spaß, aber ich muss schon sagen, die sieht sehr, sehr, sehr gruselig. Ich habe die mal in der Two and a Half Man Folge gesehen und ich fand die extrem creepy. Naja, okay, solange sie nichts anrichtet, ist ja alles gut. Okay, Leute, warte mal. Franklin Jr., du nimmst diese Puppe jetzt sofort mit, ne? Wir haben abends und ich lege mich gleich auf die Couch. Ich will nicht, dass das Ding hier rumsteht. Es guckt mich einfach an. Ich meine, schaut euch mal diese diabolischen Augen von dem Ding an, als würde es mich jeden Moment angreifen wollen. Naja, es ist wahrscheinlich
ja einfach nur so eine Puppe, die du umstellen kannst, aber ey, wehe, du bewegst dich, mein Freund. Ich behalte ihn im Auge. Ich habe das Gefühl, da ist irgendeine Sache daran. Ey, Franklin Jr., hol das Ding ab. Das ist so schwer und es ist gruselig. Also, was machst du da? Ey, nimm die Puppe bitte mit dir nach Hause in dein Zimmer. Ach, das gibt's doch nicht. Ich dachte, dass die Leute meine Bilder liken von diesem Spielzeug. Aber alle schreiben in die Kommentare, tu es nicht, schick es sofort zurück. Warum? Die gönnen mir einfach den Fame nicht. Ah, nur 11 Likes. Vielleicht habe ich nicht die richtige Pose gemacht mit der Puppe. Ja, ja, ja. Ich sag dir, diese creepy Sache, da hat keiner Bock drauf. Warum sollte man sich so eine Puppe anschaffen? Ich sag's dir. Okay, naja. Wenn er das Teil nicht mit hochnehmen will oder mit runternehmen will, dann lasse ich es einfach hier. Ich trage es einfach selber dann raus. So, dann... Moment. Franklin Jr.? Hast du das Ding gerade bewegt? Hat sich das Teil vielleicht selbst bewegt? Nee, das glaube ich jetzt nicht, oder? Warte mal kurz. Das Ding stand doch gerade da. Warum ist es auf einmal hier? Oh mein Gott, weißt du was? Nein, 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 nein. Ich werde das Ding mitnehmen, Leute. Ich werde das hier vor die Tür setzen. Ich setze das Ding jetzt vor die Tür. Oder weißt du was? Am besten da draußen ans Fenster. Dann kann er mich nicht hier attackieren. So, okay. Ist doch viel besser. Jetzt bin ich wenigstens gesichert von dieser Glasscheibe und das Ding kann mich nicht angreifen. Okay, dann lege ich mich mal jetzt pennen, Leute. Ja, okay. Dann würde ich sagen, Leute, gute Nacht. Habt ihr, by the way, schon ein Abo da gelassen? Tut mal ein Abo rein, dann pennen wir ein. Also, Leute, lasst ein Abo da und wir schlafen jetzt ein. Ja, weißt du was? Ich glaube, ich brauche was aus dem Kühlschrank. Franklin, komm, wir stehen mal auf. So, wait, Leute, hat das Ding gerade sich bewegt? Moment, waren die Arme schon immer so komisch eingeschränkt? Ich weiß nicht, was das Ding will, aber ich bin mir 100% sicher, dass es seine Arme verdreht hat. Weißt du was, ich bleib hier doch einfach liegen. Ich brauch doch nicht in die Küche gehen. Okay, weißt du was, ich brauch doch was zu trinken. Ich verturste hier gleich. Okay, holen wir uns mal was zu trinken, Leute. Wait, war die Puppe? Wo ist die Puppe hin? Hey, komische Puppe. Oh mein Gott. Nein, das Ding schläft hier einfach. Ist das sein Ernst? Es schläft einfach hier. Ich sag's euch, das Ding hat sich bewegt. Es hat sich bewegt. Oh, diese Augen. Diese teuflischen Augen von dir. So, jetzt reicht's. Ich werde ihn jetzt raustragen. Das war's. Jetzt hast du's übertrieben. Ich nehme dich hier höchstpersönlich mit. So, und du bleibst jetzt da draußen. Meine Güte, ey, Franklin Jr., was für Sachen der sich da kauft. Hey, hey, wer schreit da? Hey, Franklin Jr.? Franklin, alles gut? Bruder, hat es was mit dieser Puppe zu tun? Was ist die? Die Puppe ist weg! Die Puppe ist weg! Franklin Jr., hey, hey! Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme! Franklin? Franklin Jr., hey, alles gut? Oh, ich glaube, er schläft nur. Er schläft nur, Leute. Alles ist in Ordnung. Okay, er schläft nur. Ich glaube, der hat einen Albtraum gehabt, der Arme. Moment. Hey, du siehst gar nicht aus wie... Hey, yo, what's going on now? Hä? Wait. Was ist hier gerade passiert? Hat hier Nosferatu wieder am Lichtschalter gehämmert? Wo ist die Puppe hin? Und warum liegt da ein Zettel auf einmal? Und wo ist Franklin Jr.? Leute, ich habe ein bisschen Angst. Also, das ist mir jetzt gerade ein bisschen nicht so ganz geheuer. Chop, bist du wenigstens da? Bist du da? Jo, er pennt. Er ist da. Oh mein Gott. Was steht da auf diesem Zettel, Leute? Wir gucken uns den mal an. Was ist denn das da auf diesem Bild, Leute? Das ist eine Hütte. Das ist so eine Scheune, aber die ist komplett verlassen. Wo ist die? Ich glaube, die ist in Blaine County irgendwo. Also hier an die... Ich sehe auf jeden Fall, da ist der Mount Chiliad. Und da ist so ein Schild. Seht ihr das? So ein Ich-Herz-Cola oder Sprite. Okay, ich gehe mal davon aus, dass Franklin Jr. dahin entführt wurde und... Die Puppe hat was damit zu tun. Diese Gruselpuppe. Ich wusste es. Okay, Leute. Wir machen uns auf jeden Fall sofort auf den Weg dahin. Ihr habt es gerade gesehen. Das ist absolut crazy. Und wisst ihr, was auch noch crazy ist? Ladies and Gentlemen, der orange Hoodie von Franklin. Also, falls ihr euch auf jeden Fall gönnen wollt. Ich habe ihn gerade nicht an. Aber es sieht 1:1 genauso aus wie der von Franklin. Checkt dann, Leute, gerne den Shop über den Link in der Beschreibung auf meinem idzock.shop. Oder gebt einfach www.idzock.shop. Dann kommt ihr auf jeden Fall, Leute, zu meinem Lolingo Merch Store. Und da könnt ihr euch das Ganze gönnen. Es gibt es auch als T-Shirt in Orange und ja, Special Edition, Freunde. Deswegen checkt es gerne aus. Ich feiere es extrem und ich finde, es sieht an Franklin richtig gut aus und an euch bestimmt noch viel besser. Also, Link in der Beschreibung und checkt es gerne aus. Okay, weiter im Kontext, Freunde. Wir müssen diese Hütte suchen. Die ist irgendwo in Blaine County. Aber ich weiß nicht, ob wir die nachts finden können. Es ist ziemlich schwierig, weil dieses Foto wurde tagsüber aufgenommen. Wir werden aber unser Glück mal versuchen. Wahrscheinlich meinten das die ganzen Leute mit in den Kommentaren von Franklin Juniors Foto mit Nein, tu es nicht. Schick das Ding zurück. Das Ding war so ein richtiger Trend. Alle haben sich das geholt. Und ich glaube, dann wurden sie einfach entführt von dieser Puppe. Okay, wo könnte das hier auf der Karte sein? Es gibt so viele Orte, wo es sein könnte. Irgendeine Hütte. Ich
weiß nicht, ich fahre erstmal hier in diese Richtung. Es gab fast keine Hinweise darauf, wo ich dieses Foto genau finden kann. Und das ist jetzt nicht gerade leichter, dass es jetzt dunkel ist. Aber ich muss es tun, Leute. Wir müssen Franklin Jr. retten. Vor dieser Horrorpuppe. Diese gruselige Puppe, ey, ich sag's euch. Okay, hier ist schon mal eine Hütte. Aber das kann die nicht sein. Nein, das kann es nicht sein. Oh, vielleicht war es das Haus? Ah, es kommt schon dran, aber ich sehe den Montchilliard nicht im Hintergrund. Der ist nämlich hier. Okay, das Wichtigste ist, Leute, dieses Werbeschild. Wir haben nämlich dieses I Love Sprunk Plakat gesehen. Das müsste hier wahrscheinlich irgendwo sein. Wir sehen, die Plakate sind dick ausgeleuchtet. Also müsste es wahrscheinlich deutlich leichter sein, als ich denke, dieses Haus zu finden. Ist das hier vielleicht irgendwo? Ich glaube, ich habe es gefunden. Oh mein Gott. Leute, da ist das Schild. Da ist das I Love Sprunk Bild. Jetzt müsste irgendwo das Haus sein. Hier ist auch der Mount Chiliad ausgerichtet. Oh Gott. Ich glaube, Leute, wir sind in der Nähe. Wir sind nicht weit weg. Oh mein Gott, ich habe es gefunden. Ich habe das Haus gefunden. Oh, Alter, dieses Haus. Wie lange muss das schon leer stehen? Und da soll Franklin Jr. drinne sein? Also ich bin da ein bisschen skeptisch, aber... ja. Wahrscheinlich ist das ein Haus, wo so eine richtige Puppe hingehen kann. So eine Horrorpuppe. Wahrscheinlich ist das so ein Haus. Also Leute, geht auf keinen Fall in dieses Haus in GTA 5 rein, falls ihr könnt. Ich weiß nicht, es muss doch einen Eingang geben. Dieses Fenster, Freunde, es steht offen. Ich kann da aber nicht rein, ich habe keine Leiter. Wie komme da nicht hinein? Ah, Mann, wie komme ich dort hinein, Leute, in das Haus? Es muss eine Möglichkeit geben. Wait, das ist dieses... wie nennen wir das? Eine Veranda? Ich glaube, das ist eine Veranda oder so. Kann ich dort hinein vielleicht? Okay. Yo, man kann da reingehen. Okay, Leute, wir gehen dort mal hinein. Ich weiß aber nicht, was mich erwarten wird. Also, schreibt mal kurz in die Kommentare, sollen wir reingehen oder nicht? Tu es oder tu es nicht. Einfach in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, dann trauen wir uns mal hinein in 3, 2, 1 und... Hä? Moment mal kurz. Leute, seht ihr das gerade, was ich auch sehe? Sind wir zu Hause? Moment, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Es ist hier alles umzäunt. Sind wir gerade bei mir zu Hause? Hallo? Ey, ich komme nicht raus. Leute, da ist ein Zaun. Ey, wait. Warte mal. Sind wirklich alle Fenster down? Alle Fenster, Leute. Alles ist umzäunt. Ich komme hier nicht mehr raus. Was waren hier so viele Pakete? 1, 2, 3, 4. Warum hier sind hier so viele verschiedene Pakete? Wo bin ich hier? Lasst mich raus. Ich will hier raus. Ich will hier unbedingt raus. Oh mein Gott. Leute, es ist abgesperrt. Hier gibt es kein Entkommen. Ich komme hier nicht raus. Ey, Bro, das ist echt nicht witzig, was hier gerade abgeht. Vielleicht finde ich unten Antworten auf irgendwas. Oh mein Gott. Leute, da ist schon wieder diese Puppe. Ey, ich würde die so fertig machen, ne? Wo ist Franklin Jr.? Na los, rede! Wo ist er? Sag es! Oh Gott, das war keine gute Idee. Was ist gerade passiert? Leute... Was soll ich jetzt tun? Ey, das ist jetzt echt gruselig, im Ernst. Leute, cooler Streich, aber ich würde jetzt gern mit Franklin Jr. hier raus. Könnt ihr mich bitte gehen lassen? Leute, ich meine das ernst. Ich will hier raus, okay? Come on, bitte. Please, let me out. Oh Gott. Oh mein Gott. Da sind noch mehr davon. Hey, Leute. Oh Gott. Diese Puppenfreunde, ich finde sie super creepy. Schaut sie euch einfach mal an, wie die sich nicht bewegen, aber irgendwie so aussieht, als würden... Oh mein Gott, Alter, das sind so viele von denen. Hilfe. Oh, Junge, Alter. Das gibt's nicht. Ey, könnt ihr mich bitte einfach hier rauslassen? Leute, bitte. Ich möchte hier raus. Ich weiß nicht, was das für eine Show ist oder was die hier abziehen. Ey, die hacken mich gleich. Los. Ach komm, wir versuchen rauszulaufen. Na los. Ey, es geht nicht. Ist keine Chance. Na gut, da muss ich... Nein, die haben sich jetzt nicht gerade zu mir umgedreht und jetzt sind sie auf meiner Seite. Ey, Leute, ich hasse es. Ich habe schon die Hogwarts Legacy Mission gehasst mit diesen Puppen. Jetzt müsst ihr das nicht auch noch in GTA 5 machen, bitte. Nicht, okay? Oh mein Gott, was ist jetzt los? Yo, ich sehe wieder was. Was ist passiert? Was geht ab? Yo, Leute, was geht? Was ist das jetzt an der Wand? Sind das Kerzen? Ich verstehe nicht. Und ein rotes Licht? Leute, was geht hier ab? Yo, 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 yo. Warum liegt da ein Typ? Hä? Was ist hier los? Soll ich runtergehen? Soll ich? Soll ich nicht? Was passiert hier gerade? Oh mein Gott, da ist die Puppe schon wieder. Und ist das, ich weiß nicht, was das für ein rotes Zeug ist auf dem Boden, aber ich glaube, es ist keine Farbe. yo, wow, was geht da ab gerade? Ist das irgendwie ein Exorzismus oder was macht hier der Stuhl? Und könnte mir jemand kurz erklären, was das alles hier soll? Ich verstehe das nämlich gerade nicht. Leute, das ist überhaupt nicht witzig. Oh mein Gott, yo, da ist im Spiegel jemand.
Da ist die Spiegelhümer! Ey, ich bin raus, Leute, Ich muss hier weg, ich muss hier endlich weg. Ey, bitte gib mir die Chance, hier rauszukommen. Bitte, bitte. Ja, da geht's raus. Okay, Leute, wir gehen raus. 3, 2, 1, let's go! Oh, wo bin ich? Hallo? Was ist das? Hä? Leute? Ich glaube, ich träume. Ich bin jetzt in Michaels Haus drin? Hä? Wie ist das jetzt möglich? Ich verstehe das nicht. Leute, ich habe absolut keine Ahnung, was gerade abgeht. Ey, Leute, ihr müsst mir... Das ist... Yo! Leute, die ist gerade gespawnt. Ey, yo! Wow. Wo ist die? Da ist sie jetzt. Ihr habt gerade gesehen. Die Puppe hat sich bewegt. Die bewegt sich gerade. Wo ist sie hin? Ich bin raus. Leute, ich bin raus. Franklin, ich bin raus. Okay. Jetzt übertreibt ihr es. Das war's. Ich bin raus. Vergesst es. Ich mach euch fertig. Im Ernst. Ich mach euch fertig. Vergesst es. Franklin? Bruder, mach jetzt nicht schlapp. Wir sind so kurz davor abzuhauen. Mach jetzt nicht schlapp. Steh auf. Oh Gott. Oh mein. Okay. Leute, ich kann mich nicht bewegen. Ihr seht's, ich kann nichts. Ich kann ein bisschen, aber es geht nicht. Lachen die? Leute, die Puppen lachen gerade über mich. Was lacht ihr da? Leute, oh, die sind alle im Kreis um mich herum. Franklin, bitte steh auf, Bruder. Bitte steh auf. Komm schon. Steh auf. Come on. Franklin, nee, nicht wieder einschlafen. Nein. Oh mein Gott. Ich bin immer noch da. Ey, was ist das für ein Horrortrip? Ey, Franklin Jr., du hättest diese Puppe niemals kaufen sollen. Wo bin ich? Habe ich da gerade gepennt? Leute, ich weiß nicht, was hier los ist, aber irgendwas ist... Yo, der Spiegel. Oh mein Gott, der Spiegel. Da hat jemand wirklich ziemlich viel Zahnbluten, glaube ich. Frank, warte mal. Dort von oben, ich höre dort Schritte oben. Ich hab was gehört. Leute, ich muss da raus. Ich muss da rauf. Wir haben immer noch Franklin Jr. nicht gefunden. Wo ist er hin? Er muss ja irgendwo sein. Leute, er muss da sein. Hilfe. Franklin. Oh Gott. Leute, mein Bildschirm glitscht. Warum ist alles gerade umgekehrt? Hey, Leute, mein Bildschirm glitscht komplett. Hey, hör auf. Hör auf damit. Ey, warum? Ich habe diesen komischen Glitcher gefällt. Nein, weg. Aus. Okay, es hat aufgehört. Es hat aufgehört, Leute. Das war ein komischer Effekt. Hey, da ist jemand. Ey, diesmal bist du es wirklich. Franklin Jr., steh auf, Bruder. Steh auf. Alter, wir müssen hier raus, sofort. Diese Horrorpuppe, die ist komplett bescheuert. Ich wusste das nicht. Tut mir leid, Dad. Ich hätte es nicht getan, wenn nicht dieser komische Trend wäre. Und ich dachte, das wäre ein guter Trend, aber das war eher eine Truth or Dare Challenge. Und ja, ich habe mich getraut, aber ich dachte nicht, dass es wirklich passiert. Naja, egal, das tut jetzt nichts zur Sache. Wir müssen jetzt hier so schnellstmöglich raus, okay? Raus aus diesem Haus. Raus. Oh nein, Leute, da kommt wieder dieser Glitch-Effekt. Es glitscht schon wieder rum. Oh Gott. Ich muss hier raus. Schnell. Ganz schnell raus. Oh mein Gott, es hat aufgehört. Let's go, es hat aufgehört, Leute. Es hat aufgehört. Puh, okay. Leute, wir sind draußen. Endlich. Endlich von diesem komischen Horror befreit, ey. So, ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall jetzt abhauen. Und dieses Paket, das schicken wir nicht zurück. Wir verbrennen es, okay? Dad, hinter dir. Da. Ich sehe was weit weg. Was siehst du weit weg? Sag mir nicht, dass da die Puppe ist. Ich drehe mich jetzt um. So, da ist keine Puppe. Wo siehst du deine Puppe? Wait. Hörst du das Geräusch? Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe! Nein! Nein, 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 nein! Oh mein Gott. Okay. Leute, was ist gerade passiert? Wollt ihr Part 2 haben, dann lasst einen Daumen nach oben da. Okay, Leute, diese Puppe ist absolut krass, crazy und gruselig. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und bei 5000 Likes gibt es Part 2. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein, ciao.